Wir wollen heute unseren Exkurs über Kategorientheorie abschließen und dazu jetzt aber noch eine letzte Abstraktionsstufe erklimmen und noch ein Konzept kennenlernen, was die zuletzt eingeführten Begriffe Produkt, Koprodukt, Pushout und Pullback noch verallgemeinert. Und dazu fangen wir an mit einer harmlosen Definition. Ich möchte Ihnen nämlich erklären, was ich unter einem Diagramm verstehe. Und dazu sei I eine kleine Kategorie. Ach, klein ist gleich eine Definition, das haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt, was das bedeutet. Deswegen machen wir es in grün. Und zwar hatten wir uns ja darauf geeinigt, dass Morphismen Mengen tatsächlich immer Mengen sind. Ja? Und kleine Kategorie soll jetzt bedeuten, dass auch die Objekte der Kategorie eine Menge bilden. Ja, das schreibe ich einfach mal in grün daneben. Ob I ist jetzt nicht eine echte Klasse, sondern eine Menge. Und jetzt ist ein Diagramm in einer Kategorie C einfach ein Funktor von I nach C. Also ein Funktor. Nennen wir ihn D wie Diagramm von I in eine Kategorie C. Heißt Diagramm der Form I in C. Okay, das verstehen wir am besten am Beispiel, diese ganz allgemeine Definition zulässt für den Begriff Diagramm. Also die Idee ist, dass dieser Buchstabe I, der ist gewählt für Index, wenn man von einer Indexkategorie sprechen möchte hier. Das heißt, diese Kategorie links, wo der Funktor losgeht, die ist typischerweise sehr überschaubar. Die könnte zum Beispiel so aussehen. Also die Kategorie hat meinetwegen nur drei Objekte, 1, 2 und 3. Und zwischen je zwei Objekten hat die jetzt so ein Pfeil. Und außerdem will ich so rum haben oder, nee, ich glaube, ich will einen andersrum haben lieber. Ich gucke lieber nochmal nach, wie ich es haben will. Genau, so rum will ich den haben. Und außerdem, damit es eine Kategorie ist, muss es natürlich noch die Identitätsmorphismen geben. Die schreibe ich hier noch dazu. Ja, und dieses Bild erklärt die gesamte Kategorie, denn wenn ich diesen Pfeil hier mit diesem Pfeil hier komponiere, dann muss ja ein Pfeil von hier nach da rauskommen und von hier nach da gibt es eben nur einen Pfeil, nämlich dieser hier, das heißt die Komposition dieser beiden muss der dritte sein und damit ist die Kategorie vollständig erklärt. Und ein Diagramm ist jetzt eben ein Funktor auf dieser Indexkategorie I, also ich schreibe hier mal einfach D dazu, in die Kategorie C und Sie wissen schon, Funktoren übersetzen kommutative Diagramme in kommutative Diagramme, das heißt ich erhalte jetzt hier irgendwelche Objekte in C, X, Y, Z und die entsprechenden Pfeile über den Funktor und die Identitätsmorphismen der Indexkategorie übersetzen sich dann entsprechend in die Identitätsmorphismen dieser Objekte. Ja, also mit anderen Worten, so ein Diagramm greift jetzt einen Teil dieser Kategorie sozusagen heraus. Ja, also wir betrachten jetzt diese drei Objekte mit diesen Pfeilen hier. Genau. Und damit ist dann auch erklärt, warum man bei der Indexkategorie auch von der Form des Diagramms spricht, denn hier auf der linken Seite sozusagen ist die Form des Diagramms dann eben schon vorgegeben. Die entsteht dann so auf der rechten Seite. Aber nicht unbedingt, sollte man gleich dazu sagen, denn wir haben uns ja jetzt ganz allgemein definiert und keine Forderungen an diesen Funktor gestellt und deswegen kann auch Folgendes passieren als Diagramm. Dazu kopiere ich mir mal hier meine Indexkategorie, kopieren und hier, wie füge ich die jetzt ein? Mit dem Finger, genau, und welcher ist es? Der? Ja. Ups, mit dem Finger, genau.
Na, nicht nur das I. So. Also auch Folgendes ist ein Diagramm, nämlich ein Funktor kann auch einfach dergestalt sein, dass hier ein einzelnes Objekt ausgewählt ist, zum Beispiel P, ja, und der Funktor schickt jedes Element, jedes Objekt der Indexkategorie zu diesem P und jeden Pfeil aus der Kategorie einfach auf den Identitätspfeil von diesem Objekt. Also dieses konstante Diagramm ist ebenfalls ein Diagramm im Sinne unserer Definition. Ja, denn es war nicht verlangt, dass dieser Funktor treu ist, wie man sagt. Also er muss nicht unbedingt verschiedene Pfeile auf verschiedene Pfeile schicken, sondern das hier ist auch ein Beispiel von einem Diagramm und dafür führen wir auch eine Notation ein. Den nennen wir 1IP. Also dieser ganze Funktor ist durch diese Notation bestimmt, denn wir müssen nur wissen, welches Objekt wird ausgewählt und wo geht dieser konstante Funktor los, nämlich in der Indexkategorie I. Genau, also das sind zwei Beispiele für Diagramme in C. Ja, also hier schreibe ich dazu für ein festes Objekt. Für festes P in Objekte aus C. Gut, das verstehen wir unter Diagramm und diese Definition hatte eigentlich nur vorbereitenden Charakter, denn was ich eigentlich definieren wollte, kommt jetzt. Nämlich, ich möchte erklären, was ein Kegel über einem Diagramm ist. Und dazu geben wir uns jetzt ein Diagramm vor, also sei D von I nach C ein Diagramm. Dann gilt, ein Kegel über oder auf dem Diagramm D besteht aus zwei Daten, nämlich einem festgewählten Objekt, also besteht aus einem Objekt P in der Kategorie C und einer natürlichen Transformation von diesem konstanten Funktor, den ich gerade eingeführt habe, 1IP, in den Funktor, der durch das Diagramm D gegeben ist. Gut. Das ist die abstrakte Definition eines Kegels und wenn man sie so sieht, ist vielleicht noch gar nicht klar, was das Konzept dahinter ist. Deswegen sollten wir das jetzt mal aufdröseln, was das eigentlich heißt. Und die Idee dabei ist nämlich, jetzt stellen wir uns mal vor, wir nehmen das Diagramm 1, was wir oben eingeführt haben. Das bestand dann sozusagen nur aus diesen Objekten x, y und z. Und ich male dieses Dreieck mal so ein bisschen perspektivisch, weil ich mir intuitiv vorstellen möchte, dass dieses Diagramm jetzt hier so auf der Tischplatte liegt. Ja, hier so unten liegt dieses Diagramm. Und dieses eine Objekt, was Teil der Definition des Kegels ist, das ist so ein Objekt, das hänge ich jetzt oben über die Tischplatte, wie so der Schinken von der Decke, da oben drüber. Und was bedeutet es jetzt, dass ich eine natürliche Transformation habe vom konstanten Funktor nach D? Das bedeutet, diese natürliche Transformation hat Komponentenabbildungen. Ja, das heißt, für jedes Objekt aus der Indexkategorie, ich scroll nochmal kurz nach oben, also meinetwegen das, was ich hier gerade so einkreise, dieses Objekt hier, bekomme ich jetzt einen Morphismus von dem Bild unter dem konstanten Einheitsfunktor, also von P, in das Bild von diesem Objekt unter dem Diagrammfunktor, also X. Das heißt, ich erhalte einen Pfeil von P nach X, diesen hier. Und was bedeutet die Eigenschaft natürliche Transformation? Das bedeutet, wenn ich jetzt einen Pfeil habe in der Indexkategorie, also meinetwegen diesen Pfeil hier, den ich gerade markiere, dann kann ich darauf den einen Funktor anwenden, nämlich den konstanten. Das würde mir einfach die Identität geben auf P zu P. Und jetzt bekomme ich die andere Komponentenabbildung hier links. Das ist jetzt sozusagen dieser Punkt hier, also die Komponentenabbildung der natürlichen Transformation bezüglich dieses Objekts. Und das liefert mir diesen Pfeil hier.
Und natürliche Transformation bedeutet jetzt eben, dass dieses Viereck kommutiert. Ja? Also das ist ein kommutatives Diagramm. Aber wir wissen schon, in einer Kategorie gilt, wenn man einen Identitätsmorphismus einem Pfeil vorschaltet, dann verändert man diesen Pfeil überhaupt nicht. Und deshalb kann ich dieses Viereck mir auch viel besser so als Dreieck vorstellen. Deswegen radiere ich das wieder weg, was ich bis hier gemacht habe. Und was ich tatsächlich erhalte bei so einem Kegel, ist also eine Abbildung direkt hier von dem P in das Y, sodass dieses Dreieck hier kommutiert. Ja? Auch den Pfeil mache ich wieder weg, damit es nicht unübersichtlich wird. Und das gilt eben für jeden Pfeil in der Indexkategorie. Also wenn ich das für diesen Pfeil hier oben noch mache, dieser hier, dann kriege ich aus dem gleichen Argument diesen Pfeil hier und wieder kommutieren alle Dreiecke. Ja? Also über jeden Pfeil in der Indexkategorie erhalte ich so einen Pfeil hier in dem Diagramm und ich erhalte ein Dreieck, indem ich das von oben verbinde mit diesem einzigen Objekt. Und natürliche Transformation bedeutet, dieses Dreieck kommutiert. Also all diese Dreiecke von dem Objekt oben über den Pfeilen unten in dem Diagramm, all diese Dreiecke kommutieren. Das ist die Idee und das erklärt jetzt vielleicht auch den Begriff Kegel, denn geometrisch sieht das Ganze jetzt wirklich aus wie so ein Kegel. Ja? Auf dem Tisch liegt das Diagramm und oben dieses einzelne Objekt, das ist eben diese Kegelspitze. Ja? Und von der gibt es jetzt Pfeile unten in jedes Objekt des Diagramms. Okay. Dann gilt wie immer in der Kategorientheorie, sobald man ein Konzept eingeführt hat, sollte man sich fragen, was das dazugehörige duale Konzept ist. Und das entsteht jetzt eben durch Umdrehen aller Pfeile und damit ist die Definition dann auch klar. Ein Kokegel ist einfach eine natürliche Transformation, Beim Kegel war es vom konstanten Funktor ins Diagramm, also ist es beim Kokegel eine natürliche Transformation vom Diagramm in den konstanten Funktor. Und das zugehörige Bild ist jetzt dann auch relativ einsichtig, also wieder stelle ich mir das Diagramm hier irgendwie so flach in der zur Tafelebene, orthogonalen Ebene hier so vor, x, y, z. Und vorher habe ich das Objekt oben aufgehängt über dem Tisch. Jetzt lege ich das Objekt unter die Tischplatte, hier unten hin. Und natürliche Transformation hier von d nach 1ip bedeutet jetzt, dass die Pfeile einfach losgehen in dem Diagramm. Das heißt, ich halte hier einen Pfeil von y nach p, hier einen Pfeil von z nach p und hier einen Pfeil von x nach p. Und wieder gilt, dass all diese Dreiecke, die gebildet werden von Pfeilen im Diagramm und dem Objekt unten, dass die alle kommutieren. Ja? Und das ist dann eben ein Kokegel. Also Kokegel heißt, die Pfeile enden in dem Objekt und Kegel bedeutet, die Pfeile beginnen in diesem einzelnen Objekt. Okay, soweit so gut. Und eine Anmerkung hierzu. Auch wie bei den universellen Konstruktionen müssen Kokegel und Kegel nicht existieren. In einem Beispiel haben wir kennengelernt, vielleicht hatten wir auch schon mehr Beispiele, weiß ich gar nicht mehr, aber ein Beispiel hatten wir bei den Körpern, der Kategorie der Körper. Wussten wir ja, es gibt kein Produkt, einfach aus dem einfachen Grund, weil es keinen Kegel gibt über zwei Objekten. Genau. Also wenn eine Kategorie zum Beispiel ein initiales Objekt hat, hatten wir schon mal besprochen, ne, dann gibt es immer einen Kegel. Wenn es ein terminales Objekt hat, gibt es immer einen Kokegel, aber im Allgemeinen gibt es sie nicht unbedingt. Genau. Ja, und auch das ist sozusagen noch erstmal die Vorläuferdefinition. Was ich jetzt eigentlich machen wollte, ist, unter all diesen Kegeln und Kokegeln gibt es jetzt Ausgezeichnete oder kann es Ausgezeichnete geben, ist genau die richtige Bemerkung. Und das sind die sogenannten universellen Kegel und Kokegel. Ich gucke mal einer, dass ich nichts vergessen habe. Nee, ich glaube, das ist tatsächlich das, was ich als nächstes machen möchte. Also, was sind jetzt diese universellen Kegel und Kokegel? Ein Kegel, ja, also ein Kegel ist,
wie gesagt, eine natürliche Transformation vom konstanten Funktor von der Indexkategorie in ein Objekt P zum Funktor D, das gegebene Diagramm. Und so ein Kegel heißt universell, erst in Worten, falls jeder weitere Kegel eindeutig über diesen universellen Kegel faktorisiert. Was meine ich damit? Damit meine ich, ein Kegel heißt universell, falls für, oder nicht falls für, sondern gleich falls es für, damit ich meinen Satz zu Ende bekomme, falls es für jeden weiteren Kegel, also das, der besteht jetzt aus einem potenziell verschiedenen Objekt, deshalb schreibe ich jetzt hier P' hin. Und das ist jetzt eben irgendeine andere natürliche Transformation. Und um die zu unterscheiden, sollte ich vielleicht auch Notation einführen. Also diese oben hier, die nennen wir mal Eta P und die hier unten dann entsprechend Eta P'. Falls es für jeden weiteren Kegel 1np' und jedes Objekt in der Indexkategorie, also nennen wir es mal klein i in den Objekten von i, wird genau einen Morphismus jetzt habe ich die Logik verhauen. Das soll am Ende für alle Objekte gelten. Okay, sorry, das muss ich nochmal korrigieren. Also diesen Morphismus, den es jetzt gibt, der soll eben nicht davon abhängen, welches Objekt ich hier wähle. Also falls es für jeden weiteren Kegel genau einen, so müsste es jetzt stimmen. Genau. Das ist wie so eine Ilias LZK-Aufgabe, wo du die Reihenfolge genau richtig finden. Ja, so ist es. Kann sich auch echt vertun bei diesen Konzepten. Ein Morphismus gibt von diesen universellen, also von diesen zwei Objekten, einen Morphismus von P'. Ja, jetzt müssen wir auch wieder auf die Reihenfolge aufpassen, aber so ist es richtig, von P' nach P gibt. Und den nennen wir F, weil er ja von nichts anderem abhängt. Also falls es für jeden weiteren Kegel genau einen Morphismus P'F nach P gibt, und jetzt kommen die Morphismen in I, sodass für alle und jetzt für alle Pfeile gleich am besten, also für alle Morphismen i nach j in der Indexkategorie, was gelten soll, wenn ich den Pfeil vorschalte vor die natürliche Transformation, dann erhalte ich die andere Komponente. Also es muss gelten, Eta P' an der Komponente I, ich glaube, ich brauche doch nur die Komponente, okay, ist gleich F, Eta P nach F. So rum, ja, Eta P I nach F. Und dann habe ich es doch verhauen, weil ich brauchte nur das Objekt. Okay, also für alle Objekte. I in Ob I gilt das. So, jetzt müssten wir es aber haben. Ich dachte, ich könnte das so verschieben. So. Ja. Okay. Okay, also Sie sehen, da kann man schnell verwirrt sein. Aber deswegen sollten wir das jetzt auch nochmal aufdröseln, was das jetzt konkret heißt. Also die Idee ist, wenn wir einen Morphismus haben in der Indexkategorie i nach j, in more i, i, j,
Was bedeutet es dann, dass man überhaupt einen Kegel hat über einem Diagramm? Das heißt, wenn ich den Diagrammpfeil mir angucke dementsprechend, also der geht dann von DI nach DJ, dann habe ich jetzt diesen neuen Kegel P'. Das heißt, der kommt mit Pfeilen hier rein in DI und DJ. Das sind die Komponentenabbildungen dieser natürlichen Transformation Eta P' an den Objekten I und J. Und die Aussage universeller Kegel ist jetzt, der Kegel P ist universell, wenn es für jeden solchen Kegel P' dann hier so eine eindeutige Abbildung, also Abbildung sage ich wieder, einen Morphismus gibt, F, sodass diese Dreiecke jetzt hier kommutieren. Ja, also dass dieser Teil des Diagramms, den ich hier gerade nachzeichne, das ist der irgendwie gewählte Kegel. Dieser Teil des Diagramms, den ich hier nachzeichne, das ist der universelle Kegel. Und was macht diesen Kegel zum universellen Kegel? Eben, dass alle anderen Kegel, die hier drüber liegen, faktorisieren über diesen universellen. Also es gibt diese eine eindeutige Abbildung, die dieses Diagramm kommutieren lässt. Und um diese universelle Eigenschaft zu charakterisieren, hätte es eigentlich genügt, dass ich diesen Teil des Diagramms hier ganz weglasse. Ja, also diese Eigenschaft hier oben, Eta IP' gleich Eta Pi verknüpft mit F, die bildet ja sozusagen nur die Kommutativität von einem so einem Dreieck. Aber ich wollte das Diagramm doch gerne so hinschreiben, wie ich es getan habe, weil man so drüber nachdenken sollte, ja, dass wirklich die ganzen Kegel faktorisieren. Also die ganzen Dreiecke werden dann kommutativ. Deswegen ist es irgendwie besser, so drüber nachzudenken, als nur als so ein Dreieck. Ja? Also um diese Definition wieder zu finden, denke ich, sollte man am besten an dieses Diagramm denken. Diese Idee, ich faktorisiere jeden Kegel über den universellen. Okay. Beispiele für universelle Kegel. Damit wir das Ganze mit Leben füllen. Da werden wir jetzt gewisse Dinge wiedererkennen, die wir schon zuvor gesehen haben, nämlich sagen wir einfach mal, das Diagramm D sieht dermaßen aus, dass ich nur so zwei Punkte habe und an denen natürlich immer die Identitätspfeile, also das ist die Indexkategorie hier. Und das Diagramm auf dieser Indexkategorie kann jetzt nichts anderes tun, als einfach zwei Objekte in C auszuwählen. Ne? Also das führt dann zu dem Objekt X und dem Objekt Y und der Identitätsmorphismus, das ist Teil der Forderung eines Funktors, wird der Identitätsmorphismus und hier genauso. Ja. Und was bedeutet jetzt universeller Kegel sein für dieses Diagramm? Also das Diagramm liegt jetzt hier irgendwie hier unten, X und Y, das sind einfach nur diese zwei Elemente und mein P, mein universeller Kegel, mal ein extra weiter unten, kommt jetzt mit Komponentenabbildung in das X und in das Y. Ja? Und weil es keine Pfeile zwischen Objekten gibt, in diesem Diagramm gibt es jetzt auch keine Forderung, dass hier irgendwas kommutiert oder irgendwelche Kompositionen gleich sind, sondern je zwei Pfeile sind hier, das sind einfach nur zwei Pfeile in diese Objekte X und Y. Und die universelle Eigenschaft dieses universellen Kegels ist jetzt, wenn ich irgendein anderes Objekt habe, mit irgendwelchen Pfeilen hier rein, ja? Das bildet ja in jedem Fall einen Kegel, weil wieder, wie gesagt, keine Kommutativität hier gefordert ist. Und die universelle Eigenschaft bedeutet jetzt, es gibt hier einen eindeutigen Pfeil f von p' nach p. Und plötzlich sehen Sie etwas, was wir schon gesehen haben, das ist haargenau die universelle Eigenschaft des Produkts von x und y. Ja? Das heißt, der universelle Kegel auf diesem Diagramm ist einfach das Produkt. Ist das kategorielle Produkt. Gut, zweites Beispiel, also das nennen wir mal extra das Beispiel 1 hier. Zweites Beispiel, wir betrachten jetzt mal, Tinte verschmiert. Wir betrachten jetzt mal das
folgende Diagramm, wo die Indexkategorie die folgende ist. Ich nehme drei Objekte und Pfeile, und zwar gehen die von außen in die Mitte. So und so. Und ganz klein male ich nochmal die Identitätsmorphismen hier dazu. Die wollen wir in Zukunft bei solchen Diagrammabbildungen mal weglassen, denn wir wissen inzwischen, dass es die immer gibt. Deswegen muss man sie nicht mehr unbedingt nennen. Und das Diagramm ist jetzt der Funktor, der eben dementsprechend drei Objekte hier auswählt. X, oder X machen wir lieber in die Mitte. X, Y und Z. Und dementsprechend Pfeile von außen in die Mitte. Genau. Das sei das gegebene Diagramm. Und was ist jetzt ein universeller Kegel über diesem Diagramm? Dazu malen wir das Diagramm mal geometrisch ein bisschen anders hin. Und zwar male ich jetzt den ersten Pfeil hier immer noch waagerecht, also von Y nach X. Aber den zweiten Pfeil male ich senkrecht von Z nach X. Ja, also das ist genau das Diagramm, was hier steht, nur dass ich es ein bisschen anders hingemalt habe. Und ein Kegel über diesem Diagramm ist jetzt also ein Objekt P in der Kategorie C mit Pfeilen in all diese Objekte des Diagramms, also nach Z, nach Y und eigentlich auch hier nach X. Aber diesen Pfeil können wir uns im Grunde schenken, denn wir wissen ja schon, dass diese Dreiecke hier kommutieren bei so einem Kegel. Das heißt, dieser Pfeil, der hier gestrichelt eingezeichnet ist, das ist einfach die Komposition dieser beiden Pfeile oder die Komposition dieser beiden Pfeile. Also den lassen wir jetzt mal weg, aus gutem Grund. Und was bedeutet jetzt die universelle Eigenschaft dieses Kegels? Naja, das bedeutet, wenn ich jetzt noch einen zweiten Kegel habe, P', der ebenfalls über diesem Diagramm da unten lebt, also mit Abbildung nach Y und nach Z kommt, und auch nach X, was wie gesagt wieder die Komposition dann ist von diesen Pfeilen hier. Dann sagt die universelle Eigenschaft des universellen Kegels P eben, es gibt genau eine Abbildung von P' nach P, die dieses Diagramm hier kommutieren lässt. Und dann sehen wir auch da, das haben wir schon mal gesehen, das ist haargenau der Pullback über diesem Diagramm YXZ. Ja, also ich schreibe das mal so hin wie oben. Aha. Universeller Kegel ist der Pullback. Heißt das nicht das Pullback? Der das Pullback. Y, X, Z von diesem Diagramm. Genau. Und damit sind wir dort angelangt, was ich zu Beginn gesagt hatte. Wir haben diese universellen Kegel definiert und die Konzepte Produkt und Pullback als Spezialfälle dieser Konstruktionen erkannt. Und jetzt kann ich wirklich guten Gewissens sagen, die dualen Konzepte ergeben sich jetzt automatisch. Nämlich dual, das schreibe ich nur noch kurz hin, der universelle Kokegel über dem Diagramm D, ich schreibe es direkt mal so hin, universeller Kokegel über dem Diagramm XY, was nur aus diesen beiden Elementen besteht und keinen Morphismen dazwischen, also nur die Identitätsmorphismen, ist das Koprodukt in der Kategorie, also das Koprodukt X, ich glaube, Bezeichnung hatten wir dafür eingeführt, so. Ne? Produkt ist das Zeichen andersrum, großes Pi, und Koprodukt das Zeichen umgedreht. Genau. Ups, hier steht Kogel, oder was steht hier? Universeller Kokegel. Und genauso der universelle Kegel über, und jetzt nehmen wir das Diagramm von oben und drehen wieder alle Pfeile um. Also das heißt, aus diesem X kommen jetzt Pfeile heraus. X nach Z und nach Y. Du hättest das X natürlich auch unten stehen lassen, aber es ist eben so eine Konvention, dass wir den Kegel, also das Push-Out,
genau. Beachte, dass man das X dann in der linken oberen Ecke hat. Also hättest natürlich das X lassen können, einfach nur die Pfeile umdrehen. Aber man ändert das Layout, genau. Damit es einfach dann verständlich ist. Ich will es einfach so machen, wie wir es zuvor in der Vorlesung gemacht hätten. Man hätte es auch irgendwie anders hinschreiben können. Genau. Universeller Co-Kegel über diesem Diagramm ist der Push-Out. Dieses Diagramms. Okay. Und als letzte Bemerkung zur Terminologie. Ich habe ja, also diese Vorlesung läuft ja unter dem Titel Limes und Kolimes. Das können Sie sich jetzt selbst denken. Der universelle Kegel, den nennt man auch den Limes des Diagramms und den universellen Co-Kegel nennt man den Kolimes des Diagramms. Also Notation. Universeller Kegel. Über einem Diagramm D ist Limes D. Und manchmal, insbesondere in älterer Literatur, findet man dafür auch die Bezeichnung Limes mit so einem Pfeil nach links D. Deswegen sage ich Ihnen das zu. Ja? Und jetzt muss man sozusagen auch ein bisschen aufpassen. Also so wie man es hier schreibt, denken die Leute eben oft nur an das Objekt, also dieses einzelne Objekt, das diesen universellen Kegel bildet. Aber eigentlich ist es wirklich das ganze Diagramm. Ja? Also die Daten dieses Limes ist nicht nur das Objekt selbst, sondern eben auch die natürliche Transformation, also auch die Pfeile in das Diagramm. So sollte man drüber nachdenken, denn nur dadurch, dass man diese Struktur hat, wird er eben eindeutig. Und genauso der universelle Co-Kegel. Ja, Co-Kegel, da bin ich immer schon zu schnell. Co-Kegel über D heißt entsprechend der Co-Limes. Und wegen Englisch Co-Limit schreiben wir es mit D. Und da geht der Pfeil dann dementsprechend in die andere Richtung, nach D. Vielleicht zur Motivation dieser Pfeilschreibweise machen wir vielleicht noch eine Übungsaufgabe, aber das soll es erstmal jetzt gewesen sein.